Jetzt hatten wir ja viele schöne, warme Tage mit viel, viel Sonne. Jetzt heute sieht es so aus, wie wenn sich am Abend ein bisschen was zusammenbrauen würde. Ja, in den letzten Tagen hatten wir schon einige Wärmegewitter. Auch in Vorarlberg haben wir gesehen, dass es stellenweise sehr viel geregnet hat. Für die Jahreszeit ganz normal. Heute kommt hinzu, dass sich eine Störung von West nach Ost über Vorarlberg und auch Österreich über Österreich drüber zieht auch. Mit dieser Störung sollten dann diese Gewitter, die sich jetzt um die Jahreszeit normal entwickeln, verstärkt werden auch. Und das kann hier und da auch dann zu Gruppierungen von Gewitterzellen kommen, die dann also in einer größeren Fläche auftreten. Aber kein ungewöhnliches großes Unwetter, was uns bevorsteht. Es sollte sehr schnell über die Bühne gehen. Lokal kann es stark regnen auch, aber das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches. Der letzten Tage hatten wir ja schon lokal sehr große Regenmengen und wirkliche Wolkengüsse. Also in diesem Rahmen wird es auch heute sich abspielen dann. Hagel ist aber keiner im Spiel. Sollte keiner im Spiel sein, aber ganz ausschließen können wir es bei solch einem Wetterablauf, wo es ziemlich stürmisch einhergeht, natürlich nicht. Du hast gerade gesagt, es sollte sehr schnell über die Bühne gehen. Wie sehen denn dann die nächsten Tage aus? Erfreulich kann man sagen, sieht das Wochenende aus wieder. Der Sommer kehrt wieder vom Wetter her zurück. Die Temperaturen bleiben bei den Mitzwanzigern, sage ich mal, zwischen 22 und 25 Grad. Und da sollte auch wieder viel mehr der Sonne mitspielen. Gewitter erst am Sonntag wieder ein Thema. Aber in dieser Art, wie sie heute und die letzten Tage auch vertreten sind, sollte am Wochenende kein Gewitter zu erwarten sein.